Moin Leute und willkommen zurück zu The Outer Worlds. Was geht? Wir sind immer noch auf Monarch, beziehungsweise wir sind mal wieder ganz kurz nach Monarch gekommen. Weil wir brauchen ein paar Klamotten. Einmal von Banditen, die gibt's hier. Ich habe hier schon eine Gruppe erledigt, aber die haben nichts fallen gelassen. Und dann noch von den Ikonoklasten. So. Aber ja, mal gucken. Ich bin mir ehrlich gesagt immer noch nicht 100% sicher, was die will. Irgendwie schon, ne? Hier, da sind zum Beispiel Banditen. What? Warum? Ich hab nichts zum Waffenwechseln gedrückt. Ich habe gerade die Ikonoklasten gekillt. Ich habe echt gedacht, dass... Ups, was habe ich jetzt gemacht? Can we talk? Moin Leute und willkommen zurück zu The Outer Worlds. Wir sind wieder auf Monarch, auf der Suche nach den neuesten Modetrends. Die Banditen hier könnten eventuell was wissen, was momentan so angesagt ist. So, da springt mich der Köder einfach von hinten an. So, nein, ernsthaft jetzt. Wir waren auf Byzantium und haben dort eine Modeschöpferin getroffen, die offensichtlich nach Inspiration sucht. Und sie glaubt offensichtlich, dass sie ein bisschen was von dieser Inspiration bei Banditen findet. Ich weiß ja nicht. Zusammengeschusterter Exo-Anzug. Das ist eine Plündererrüstung. So, da haben wir jetzt erstmal das. Ich glaube, wir brauchen aber bestimmt auch irgendwie noch was auf dem Kopf. Oder? War hier nicht noch ein dritter Plünderer irgendwo? Na egal. Außerdem brauchen wir Ikonoklastenkleidung. Die haben wir eigentlich. Da müsste ich aber wahrscheinlich, glaube ich, nur zu denen mal hinlaufen und mir noch was für einen Kopf kaufen. Dann dürften wir das schon haben. Mit denen verstehen wir uns ja relativ gut. Oh. Hier wäre noch einer, aber der hat nichts dabei. Schade, hier ist noch einer. Hast du was dabei? Leider kein Headgear. Na? Auf jeden Fall, während ich das mache, habe ich... mal ein ganz klitzekleines Anliegen. Ich habe bei den letzten beiden Folgen noch beim Aufnehmen für mich selber so gedacht, irgendwie ist das, was ich hier gerade mache, ziemlich langweilig. Habe ich wirklich gedacht. Na guck mal, da haben wir schon Ikonoklasten. Genau. Achso, hier, dich kenne ich da. Die habe ich doch mal gerettet, oder? Well, if it isn't my friendly, ja! While picking up supplies from Bronson, I happened to tell your tale and wouldn't you know it, he recalled your assistance in other matters. Many thanks, stranger. Care to purchase a thing or two? Aber ja, zeig mal. Der hat das. Nein, das ist alles ziemlich niedrigrangig. Sowas hier brauche ich auf jeden Fall. Ikonoklastenhelm. Sekunde mal, habe ich nicht schon mal so eine Gesichtsmaske irgendwie gehabt? Nein, habe ich nicht. Okay. Ups, Entschuldigung. Welcome back. Ich hüpfe vor Freude, dass ich bei dir hier was kaufen kann. Wie du sehen kannst. Okay, machen wir einfach mal jetzt die... Hier so eine Maske, ist jetzt eigentlich egal. So. Okay, das haben wir, ne? Und unsere Rüstung gilt ja als Ikonoklasten. Ja, genau.
gilt als Ikonoklastenrüstung. Ich würde aber eventuell trotzdem nochmal bei denen selber gucken, weil meine Rüstung ist bestimmt auch nicht mehr ganz state of the art. Ja, jedenfalls zu den letzten Folgen. Also wie gesagt, ich habe beim Aufnehmen so gemerkt, dass die relativ langweilig waren. Also zumindest für mich haben die so gewirkt. Wäre cool, wenn ihr eventuell, also solltet ihr die letzten beiden Folgen noch nicht gesehen haben, das kommt tatsächlich manchmal vor, also dass ein Video zwischendrin auf einmal null Views hat und die danach haben auf einmal wieder welche. Schaut ihr euch an oder nochmal an oder erinnert euch daran, wie die Folgen waren. Ja, da. Und es wäre schön, wenn ihr euch die Zeit nehmen könntet, um mir mal zu sagen, wie ihr die Folgen fandet. Also ob ich damit recht habe, ob ich damit richtig liege. Ob das vielleicht wirklich langweilig war oder ob ich mich da mal wieder selber unterschätze, weil das passiert nämlich auch oft genug. Also dass ich selber halt einfach auf einmal sage, das was ich da gemacht habe, war sau langweilig, aber andere Leute würden dann halt sagen, nein, alles gut. Ich hab kein Geld für den Hammer, das ist schade. Sonst hätte ich mir den jetzt mal gekauft. Wo ist denn der Quartiermeister? Bist du der Quartiermeister? Nee. Natürlich, ich meditiere jeden Tag. Ich bin der Meistermeditierer. Welcome to the Emporium. I'm Bronson. Hi. Ich bin Pitman. Du betreibst hier draußen einen Laden? It ain't really a store. Think of me more like a quartermaster and a chef and a handyman and whatever else we need. Verstehe, du bist Koch? Cooking's my true passion. You need a wrap to taste good? Bring it here and I'll work a miracle or two. Okay, schön. Zeig mal, was du zu verkaufen hast. Oh Leute, hier gibt's diese Hüte. Nee, das brauche ich glaube ich alles nicht. Das wäre ganz geil. Noch mehr Langwaffen. Brauche ich aber eigentlich nicht. Oder? Na doch, ich nehme mir mal mit. Ups. Das wollte ich nicht. So. Was habe ich denn eigentlich hier? Schaden gegen Kreaturen? Das hier wäre generell Langwaffen. Ich bin mir nicht ganz sicher, was davon besser wäre. Obwohl Schaden gegen Kreaturen schon echt gut ist. Aber den Hut behalte ich einfach mal. Weil er schick ist. So, hier könnte ich mal ein kleines bisschen meine Rüstung noch aufbessern. Was ist denn hier noch? Achso, das ist Pavadi. Kann ich deine tüfteln? Ja, kann ich. Ah, die noch ein bisschen besser. Ich weiß halt nicht, wie genau sich das hier kalkuliert. Also wie genau. Wenn du jetzt Rüstung hast, meinetwegen, du hast einen Rüstungswert von 40 und die Kugel macht 100 Schaden. Macht das dann wirklich 40 Schaden weg? Oder war das irgendwie anders kalkuliert? Weil dann würde es halt echt wenig wegmachen, ne? Ich meine, ich habe, wenn die Gegner jetzt ähnliche Waffen haben wie ich, das Ding hier macht 134 Schaden. Ja gut, okay, mit einer 30er Rüstung ist es nicht schlecht, was du damit wegmachst. Ist das hier? Nee, das sind Plünderer. Ich weiß nicht, warum der jetzt wirklich die Waffe gewechselt hat. Irgendwie. Also ich habe eigentlich nichts gedrückt. Bräuchte man noch so einen Plündererhelm? Ist aber ehrlich gesagt auch nur eine Vermutung von mir. Die schon durchsucht? Nee. Auch nix. Leute, ich weiß es nicht, was die Alte will.
schaue jetzt nochmal. Steht hier irgendwas? Celeste muss wissen, was in Halcyon außerhalb von Byzantium getragen wird. Sprich Celeste an, während du jeweils Rüstung und Kopfbedeckung der folgenden Seiten trägst. Okay. Also und Kopfbedeckung. Wir brauchen also dringend irgendwoher einen Plünderer, der mal für mich was droppt. Das ist der Plünderer, ja. Lol. Ich weiß immer noch nicht, was das Endstrahlzeug macht, aber es sieht cool aus. Immer noch keine Kopfbedeckung, noch keine Kopfbedeckung. Ich wünschte, hier würde mal einfach so eine rumliegen. Vielleicht kann man ja im Botanischen Garten auf Terra 2 was kaufen. Kaufen ist zwar jetzt auch nicht meine bevorzugte Methode dafür. Wir haben wirklich keine Chance, die Viecher. Die Maske ist cool, würde ich mal sagen. Aber jetzt mal ohne Witz. Das suche ich ja ewig rum. Plasma-Karabiner. Der aber auch nicht mehr zu viel Gutes. Das ist irgendwie, das war mal eine richtig geile Waffe, aber ich finde davon irgendwie keine bessere Variante. Ich will aber auch jetzt nicht die ganze Zeit hier sinnlos rumpatrouillieren. Ich will eigentlich ein bisschen Fortschritt machen. Ich gucke jetzt hier nochmal, hier ist noch so eine Barrikade. Hat man hier noch ein paar Plünderer? Ja. Also hier gucke ich jetzt nochmal, ansonsten würde ich dann sagen, gehe ich einfach mal nochmal nach Terra 2 und guck dann mal bei Edgewater, ob man das vielleicht, ob man da vielleicht was kaufen kann. Wenn ich mal wüsste, was dieses Endstrahlzeug wirklich macht. Ist das wirklich gut? Ich weiß auch nicht. Es klingt halt, also die entsprechenden Upgrades, wenn man die kauft, sind halt sau teuer. Und irgendwie klingt es halt auch cool, aber irgendwie, ich weiß nicht, ob Endstrahl wirklich so lohnenswert ist. Und hier liegt auch wieder nichts rum, oder? Nicht manchmal zufällig ein Helm. Ich hatte mal haufenweise davon. Na gut, machen wir jetzt einfach mal. Ich habe im Fallbruch gelandet, ne? Ja. Ikonoklastenzeug haben wir ja. Ich hoffe, ich krieg dann von ihr eine richtig geile Rüstung. Nein, eine Rüstung wird's nicht werden. Sie wird eher einen Anzug schneidern. So, Terra 2, Landeplatz und Edgewater. So. Kein Grund, gerade die Begleiter zu wechseln. Wir könnten aber eventuell nochmal mit Ellie reden, weil es könnte sein, dass jetzt, wo wir in Byzantium sind, dass sie jetzt vielleicht auch eine Aufgabe hat. Hey Cap, can we talk? Nein. Auf deine Tricks falle ich nicht länger rein. So, schauen wir hier mal. Aber da waren keine Händler, oder?
Wenn nicht unweit, also nicht weit von denen dürften ein paar Banditen zu finden sein. Und mehr als auf Monarch auf jeden Fall. Nee, ich glaube, hier ist gar kein Händler. Okay, versuchen wir einfach mal hier unser Glück. Hier sind welche. Drei auf einmal. Es hat ja auch keiner gesagt, nur dass es hochrangiges Zeug sein muss. Die hier, die sind offensichtlich ein bisschen schwächer als die auf Monarch. Was ist auch ein bisschen lächerlich. Jeder einzelne von denen trägt hier einen Helm und man kann aber keinen Helm. Es wäre cool, wenn die halt so ein System wie in The Search hätten. So nach dem Motto, wenn du die ganze Zeit halt auf den Kopf schießt, dann wird der Kopf halt irgendwann ja zerstört. Und dann kannst du halt auch keine Kopfrüstung kriegen. Wenn du eine Kopfrüstung haben willst, musst du halt irgendwie auf was anderes zielen. Ist hier vielleicht irgendwas? Ach Mensch, ich mache hier gleich einen Cut. Das ist doch sonst alles nicht mehr. Sonst habe ich hier die nächste langweilige Folge, also zumindest aus meiner Sicht. Ich meine, andererseits gehört halt mit, es gehört zwar mit zum Spiel dazu, aber es ist halt ein dämlicher Part. Finde ich. Gott, wenn der noch was gehabt hätte, ne? Boah! Flatsch. Da bin ich ja auch froh drüber. Ja, nice. Okay, endlich. So, das passt. So, wir sollten jetzt alles haben, ne? Wir haben die Spacer-Ausrüstung. Wir haben die Banditen-Ausrüstung. Und wir haben Ikonoklasten-Zeug. Das dürfte definitiv genug sein. Und wenn nicht, dann werde ich weinen. Live im Fernsehen, nein Quatsch. Aufgezeichnet auf YouTube. So ziemlich das exakte Gegenteil. Some crew members are causing a disturbance on the ship. Also? Das ist ja wirklich sehr frischhaltig. Jetzt mal ohne Scheiß. Wer macht denn hier Unruhe? Hey. Ihr zwei etwa? Ladies, benehmt euch. Ich würde gerne ganz normal kurz nochmal mit Ellie reden, die jetzt irgendwas Neues zu sagen hat. Der macht hier sauber, das ist schön. Ah, oh, das Foto. Dieses Foto war ein Geschenk von Junlei als Erinnerung an ihre erste Verabredung mit Pavati. Die Inschrift auf der Rückseite besagt: Für meine Wildblume, danke für einen bezaubernden Abend, ich freue mich auf viele mehr. Schaltet vorteilfrei, bezaubernder Abend für Pavati. Ach, wie schön. Oh. Picobello, zweiter Name. Tatsächlich kein okay. Lizos Küchlein, seltsam entfärbt. Kleine Reklamation noch da. Okay, keine Ahnung, was das hier sein soll. Zitronige Frische, ja, das ist auch logisch, aber ansonsten. Also Sam hat dann gar keine Aufgabe, ihn zu aktivieren, ist so gesehen sein persönlicher Quest, wenn man so will. Dann haben wir jetzt, glaube ich, für alle was gemacht, außer für Ellie, oder? Dann müsste ich jetzt nochmal gucken, ob bei Ellies Zimmer irgendwie was Besonderes hängt.
dich nicht umbringen, gibt dir Tetanus, natürlich. Desinfizieren? Na? Da die Hände, ich glaube mal nix. Nee, ich glaube, Ellie hat tatsächlich noch nichts. Also Ellie, für Ellie haben wir noch keine Aufgabe erledigt. Ellie, bist du auf dem Klo? Wo ist Ellie? Ellie, whoop. Ah, hier. Tag. Since we're in Byzantium, there's ja, ich wusste es. Sie hat eine Aufgabe. Und das wäre? I haven't actually talked to my folks in a while. Shocking, right? Anyway, it's probably about time I paid them a visit. Given the dangerous life I lead, they've got to be worried sick. Lustig, ich hätte dich nicht für den Typ Mensch gehalten, der Kontakte hält. Aber egal, ich sag einfach, wie ich helfen kann. Whoa, let's calm down. I'm not asking for a favor or anything. I'm just suggesting we stop by. When we're in the neighborhood. Ja. See, I'm originally from Byzantium, born and raised. I know that probably comes as a big surprise. Tja, ernsthaft? Damit hätte ich nie gerechnet. Eigentlich kann ich mir das gut vorstellen. Und jetzt willst du Versäumtes mit ihnen nachholen? Yeah, exactly. Warum habe ich das Gefühl, das wird kein schönes Wiedersehen? Ich bin stolz auf dich, Ellie. Natürlich solltest du dich mit deinen Eltern wieder vereinen. Reconnect is a strong word. And, I was thinking you'd come too. Okay. Dann gehen wir. Great. And when we get there, draw out your rough edges a bit. If you've got an outfit you haven't washed in a while, maybe one with some blood stains, wear that one. Cool. Aber wieso? Oh, and help yourself to the good snacks and put your feet on the coffee table. Mother hates that. Ja, ich verstehe. Just know that I've got plenty more suggestions if you need them. Anything else? Tja, also du willst mir sagen, was willst du willst mir etwas sagen, was mit der Suche nach dem Demüti was? Ah, sag einfach mal. I sure hope you negotiated for a raise with this Phineas guy. Hier geht's nicht um Geld. Uh-huh. Sure. Everybody's got an angle. I'm just wondering what yours is. Leute retten? Phineas versucht, das Beste für die Kolonie zu tun. Ich will ihm helfen. Phineas hat mich von der Haupt gerettet. Das Mindeste, ja, das sieht, also klingt für mich irgendwie nach der pragmatischsten Einstellung. Er hat mir geholfen. Und jetzt zahle ich ihm den Gefallen zurück. That's one way of looking at it. Another is that he pulled you out of hibernation without your say-so and got you to do his dirty work. Besides, none of this is your mess. So why go dirtying your hands with it? Wenn Halcyon untergeht, gehen wir alle unter. Ich tue, was ich kann, um es in Ordnung zu bringen. Guess I hadn't looked at it that way. Still, Phineas isn't your only option. The board's put a bounty on his head, and they've got more than enough bits to pay it. I've got no love for the corporations, but they know how to take care of their people. The ones at the top, anyway. Ja, aber wir können uns genauso gut auch ein hohes Ziel setzen. Exactly. You seem to have a good head on your shoulders, so I probably don't need to tell you this, but look out for yourself. No one else out here will. Ich wusste ja gar nicht, dass ich dir so wichtig bin. Hey, don't get any ideas. I'm just making sure you last long enough to pay me at the end of this. Na, natürlich doch. Was kannst du mir über Byzantium noch so sagen? It's like one of those stuffy art gallery pieces. Looks okay from far off, but once you get close, you realize it's just some mismatched shit everyone's agreed to overpay for. Even the bribes are overpriced. Ich brauche eine Übersicht. Irgendwas, was ich wissen sollte? Es muss interessant gewesen sein, dort aufzuwachsen. Interesting like a colonoscopy. Oh Gott. I trained as a surgeon. More my folks' idea than mine, but I made the best of it. Kolonoskopie, für die es nicht wissen, ist eine Darmspiegelung. Für die, die das Fachwort nicht kennen. Ich hatte mal eine, ich kann drauf verzichten, noch eine zu haben. Wirklich. Blah. Klingt, als
käme in dieser Geschichte noch ein dickes Ende. Lots of them, unfortunately. I even sculpted a few. Turns out Byzantines are more concerned with having square shoulders and a good profile than, well, anything else. Wieso bist du gegangen? The real question is, why didn't I leave sooner? There's all these invisible rules and everyone spends all their energy just trying not to break them. Das nennt man Gesellschaft. Ja, gut. Ein bisschen schon, aber ich glaube, die Byzantium werden es bestimmt damit auch übertreiben, oder? Call it what you want. It sucks. I was a top-tier surgeon, but I could hardly open a pack of gauze without 10 people signing off first. Ja. Na, gut, okay. Das stimmt schon. Das würde mich in den Wahnsinn treiben. Now you see why I left. People call Byzantium the jewel of Halcyon, but really, it's just paste. Everything's polished and bureaucracy. Take a close look and you'll see it's deader than anywhere else in the colony. Okay, noch irgendwas, was ich wissen sollte? Don't trust anyone, don't touch anything, and whatever you do, don't show your teeth when you smile. Wieso nicht? People are extremely competitive about cosmetic dentistry. It can get ugly. Alles klar. Okay, genug davon. That's what I've been saying. Gut. Bis später. Sie kommt natürlich mit. Parvati, du warst, glaube ich, lange genug dabei. Ich würde sagen, Erli, und nehmen wir mal den Vika mit. Großartig. Ausgerechnet die zwei, die sich, glaube ich, ziemlich häufig miteinander zoffen. Ach, wen interessiert's. Wir machen aber heute nur noch das, also wir machen heute nicht mehr ihren... Okay, da hat es mal ganz kurz geruckelt. Wir machen aber heute, glaube ich, nicht mehr ihre Aufgabe, sondern wir machen bloß noch hier das mit dieser Modengeschichte zu Ende. Wie steht's denn überhaupt mit euren Waffen? Sind die auch up to date? Ach, wem erzähle ich irgendwas? Ich kann doch eh nichts gerade verändern. Der Vika hat... Na gut, er hat auch so ein Gerät. Also er hat auch so ein Gerät. Er hat auch so ein Gerät. Ja, der Vika, der hat so ein mächtiges Gerät. Nein, na, ihr wisst, was ich meine. Ich wollte einfach nur mal gucken, ob deine Waffen auch noch gut genug für meine Aufgaben hier sind. Ah, passt schon. Jetzt weiß ich, cool. Cool? Cool. Hallo? Ja, geht doch. Bei ihm haben wir auch seit dem Anfang das Gewand nicht mehr gewechselt. Na, braucht man eigentlich auch nicht. Eigentlich hatte ich gehofft, solche Fahrstuhlfahrten hätte ich noch Mass Effect hinter mir. Das war auch mal so ein Spiel, was ich mal let's playen wollte. Aber ich habe halt echt keine Zeit dafür. Momentan bleibt mein Plan bestehen, also wir spielen das zu Ende. Nachdem hier, nach The Outer Worlds, kommt Monster Hunter Iceborne. Obwohl ich da immer noch am Überlegen bin, ob ich das wirklich let's playen will oder ob ich es nicht vielleicht doch lieber einfach streame auf YouTube. Mir wurde gesagt, man kann, wo wenn man auf YouTube streamt, dann einfach das Video quasi so gesehen, also die... den Stream komplett, online lassen. Hier darf ich nichts verkaufen. Wie viel habe ich jetzt gerade Kohle? 900 noch was. Na gut. Ist nicht so viel, aber erledigen wir doch noch ein paar Aufgaben, dann kriegen wir bestimmt wieder was zusammen. In Byzantium sollten sie doch ein bisschen mehr bezahlen als anderswo, oder? Hoffe ich zumindest. I can't wait to see those outfits. What can I do for you, darling? Oh ja, stimmt. Erstmal nichts. Und zwar brauchen wir das und das. Das sieht gar nicht schlecht aus mit dem Mantel, ohne Witz. Oh, how grotesque! I always suspected the dramas did no justice to real marauders. Their armor is so much more hideous in person. Ey, das sieht mega geil aus. I can't wait to see what you'll bring me. Something shocking, I hope. Okay, bis später.
Dann nehmen wir jetzt einfach mal hier das Spacer-Zeug. Die einfache Arbeiterausrüstung. I can't wait to see those outfits. What can I do for you, darling? Wo finde ich die in Spacer-Ausrüstung? If I were an enterprising spacer in need of a wardrobe, I'd probably head to the Groundbreaker. Okay. Das ist jetzt ungut. Oder vielleicht ist es der Hut? I can't wait to see those. Shit. Oder ist es so ein Teil hier? So eine Rüstung. I can't wait. Nein, ist es auch nicht. What the fuck? Warum? Und warum hängen die Kurse hier so komisch? Na egal. Okay, dann müssen wir doch nochmal auf die Groundbreaker. Das ist jetzt natürlich doof. Erstmal hier Ikonoklastenausrüstung. So. Goodness. Look at those atrocious contours. The sheer brutality of its design offends the senses and shocks the mind into a state of palpable excitement. I adore it. One outfit left. Do hurry, my dear. The bird of inspiration is about to take flight. Okay, wir sehen uns. Ganz ehrlich, ich verstehe es wirklich nicht so ganz. Ich glaube, hier auf Byzantium haben wir eine geringe Chance, auf Kreaturen zu treffen, deswegen nehme ich mal da den Hut. Jetzt mal ohne Witz. Was ist denn dann die Spacer-Einheit? Was ist denn dann die Spacer-Kleidung? Ich vermute jetzt einfach mal, da müsste dann genauso wie hier halt stehen, hier steht ja Plünderer-Rüstung. Und hier steht von Ikonoklasten. Also das muss dann, glaube ich, direkt in der Beschreibung stehen, oder? Mann, ich würde das gerne in dieser Folge jetzt mal beenden. Some crew members are causing a disturbance. Hier macht niemand Disturbance. Die sagt halt auf der Groundbreaker. The Groundbreaker. You got a minute? Nein. So. Wir brauchen eine Spacer-Ausrüstung von der Groundbreaker. Wenn ich eine Spacer-Ausrüstung auf der Groundbreaker wäre, wo würde ich mich dann verstecken? Wir könnten hier die Tante, weißt schon, fragen, die dem Hotel. Das ist halt nur die normale Arbeitskleidung, was die hier so alle tragen. Taste of Freedom, Board Approved, bla bla bla. Hier ist Security, da werden die, glaube ich, nicht so... Na gut, könnte sein, dass die da vielleicht was aufbewahren, aber ich glaube nicht, dass es jetzt direkt was damit zu tun hat, also... Hier vielleicht was im Müll. Hier irgendwie. Das ist halt ein Körperpanzer. Was haben die? Plasma. Ah, nee, brauche ich nicht. Guten Tag. Ich steck mal die Waffe weg. It's almost time for today's episode of the. Won a charming copper kettle off that girl who runs the. So, mal gucken, was hat die? Die hat aber auch nur Waffen. Bergungshelfer. Nee, die hat auch nur Waffen. Oder vielleicht weiß die was? Okay. Doch nichts weiter. Alter. Lol. Macht ihr hier mal die Tür zu, Leute, wenn ihr... Dafür brauchen wir die Karte. Ich habe aber echt noch keinen Taschendiebstahl, ne?
Nee, da bräuchte ich erst hier mal noch zwei. Müssen wir mal beim nächsten Levelaufstieg drauf. Der nächste Levelaufstieg ist ja vor allen Dingen auch gleich. Da muss ich mal dran denken. Also hier ist jetzt die. Aber die hat ja eigentlich. Aber die hat ja eigentlich auch explizit gesagt, sie will nicht das Spacer's Choice Zeug haben, oder? Das hier ist so ein Junior Klasse Ports of Call. Das ist Spacer's Choice? Ich weiß es halt nicht. Das ist aber. Das ist für mich kein. Also, das. Ich bin der Meinung, da muss dann bestimmt. Da stehen Spacer-Ausrüstungen. Welcome! Yo. Der hier hat auch jetzt nichts weiter, wo das da steht manchmal. Arbeitskleidung. Von wem sonst als Spacer's Choice? Aber sie hat ja wie gesagt explizit gesagt, sie will nichts von Spacer's Choice haben. Leichte Spacer-Bekleidung, na also. Spacer-Brille. So. Das müsste es doch jetzt sein. Jetzt mal ohne Scheiß. Ich raste aus, wenn das jetzt, wenn es das jetzt nicht ist. Zum Glück geht das Reisen hier relativ schnell. Aber dann frage ich mich, warum ist das jetzt dann... Warum ist denn dann die Arbeitskleidung so falsch? So, das hier ist also offensichtlich Spacer-Kleidung. Oh, die sieht aber nicht schlecht aus. Sieht ein bisschen aus wie das, was die von Dings tragen hier. Der Hut wäre das, Spacer wenigstens? Nee. Ah, falsche Knopf. Crewmembers Ellie und Max are engaged in a heated discussion. Alles gut. We are now in orbit above. Na komm, weiter. Bijou Revue. Oh, das sieht aber interessant aus. Tut's wirklich irgendwie. So. Das muss es jetzt sein, ansonsten schrei ich. Diese alten Ningelsäcke hier. So, bitteschön, zufrieden. Danke. Square your shoulders. Hand on your hip. Eyebrow cocked. Yes. Perfect. My heart is all a flutter. Yes, that's it. I have it. I know exactly what we're doing. Brace yourself, my dear. We're going to call this style barbarian chic. The saucy confidence of a spacer. The raw contempt of an iconoclast. The brutish musk of a marauder. And the pièce de résistance. Monster leather. One part Manta Queen chitin, three parts hide from a Raptodon's flank, and let's say, oh, 8 strips of primal leather. No, make that 10. Ich dachte, das wird ein einfacher Modeling Job. We're revolutionizing the fashion of Byzantium. Our work is anything but simple. Ich bin kein Tagelöhner aus der Provinz, Celeste. Ich arbeite nicht umsonst. I love the way you just smolder with contempt. It makes me want to spoil you. Here, treat yourself to a nice new gun or something. Get this done for me, and I'll have you strutting about in a Jolliker original. You will be the envy of Byzantium. Na, das will ich doch mal hoffen. Bis später. Okay, jetzt muss ich ja also noch Zeug besorgen, um die Rüstung zu machen. Also ich hoffe mal, dass es eine Rüstung wird. Wie gesagt, mir gefällt das irgendwie. Das hat was. Ich glaube, das hier ist so ein Holster, oder? Ich glaube, das wird hier sowas wie magnetisch an der Seite befestigt. Sieht zumindest so aus. Okay, aber ich glaube, das hier ist dann doch ja. Ich danke, ich nehme mal lieber hier das wieder. So. Und meinen schicken Hut. Den man nicht sehen kann, weil ich die Kopfbedeckungen ausgemacht habe. Ich wünschte, ich könnte Kopfbedeckungen... Sekunde, kann ich das hier irgendwie... Helm des Spielers anzeigen. Ja, nice. Ja, hat was.
Hat definitiv was. Das hier hat fast noch mehr. Boah, das ist geil. Das ist halt echt geil. Das hier? Ach schade, ich dachte, ich habe da eine richtige Lampe. Ja? Nee, das sieht na gut okay mit den Bandagen. Ja, das ist auch nicht schlecht. Was bringt das? Entschlossenheit. Was macht Entschlossenheit nochmal? Achso. Das maximale Leben meiner Begleiter. Ist vielleicht auch nicht schlecht. Okay, lassen wir das einfach mal. Ja. Okay, Leute, ich würde mal sagen, hoffe, ihr hattet wieder ein kleines bisschen Spaß mit mir. Falls ja, ich würde mich wie immer über eine nette Bewertung und einen Kommentar freuen. Nächste Folge machen wir hier Ellies Auftrag weiter. Auf jeden Fall. Vamos, Begleiterauftrag hier, Kreuzzug im Weltraum. So, ja, perfektes Bild für den Abschluss. So, wir sehen uns nächste Folge. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dahin, haut rein.